wieder diese breite Marmortreppe. Und ich gehe jetzt runter die Treppe. Ja. Stufe für Stufe. Schauen wir die nochmal genau an und das Geländer. Das hat so Verzierungen. Dann gehe ich immer weiter runter und je weiter ich nach unten gehe, desto mehr verändert sich da wieder die Atmosphäre. Also da oben war es noch hell und klar. Und da gehe ich runter und da wird es allmählich dann wieder dunkler und da kommt wieder dieses Feuchte und Schlammige. Das ist ganz komisch. Die Treppe, die ist dann auch auf den letzten Stufen irgendwie verengt, die sich. Ist dann nicht mehr so breit, die ist dann enger und irgendwie schmutziger auch. Also nicht mehr diese polierten Marmorstufen da, sondern schlammig. Ich sehe da eine Tür unten, das ist so eine Holztür. Und da sitzt also wie so eine ganz abgerissene Gestalt davor. Die hat so Lumpen an und die Hand hängt so an der Klinke, als wollte sie die Tür, man weiß nicht, ob sie sich an der Tür festhält oder aufmachen will. Und ist völlig zerlumpt. Was machst du da? Und die sagt, ich versuche zu überleben. Und dann sage ich, was ist denn los mit dir? Was ist mit dir passiert? Und da sagt sie, ja, es sind ganz schlimme Dinge mit mir passiert und ich klammer mich hier an diese Tür und die gibt mir Halt und ich versuche zu überleben. Wenn ich die Tür loslasse, dann sterbe ich. Das löst so zwiespältige Gefühle aus. Am liebsten würde ich gleich wieder weggehen. Weil am liebsten, ich will eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Mit so abgerissenen Gestalten wie dir will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich verstehe auch gar nicht, was ich mit dir zu tun habe. Was habe ich eigentlich mit dir zu tun? Ja, die sagt mir, dass sie irgendwie wohl zu mir zugehört. Sag ich, nee, das glaube ich überhaupt nicht. Genau. Ich glaube, du lügst. Du lügst, so eine abgerissene Gestalt wie du, die kann überhaupt nicht zu mir dazugehören. Das glaube ich nicht. Du lügst. Bei mir da ist es sauber und aufgeräumt und geputzt und da gibt es niemanden, der so ausschaut wie du. Aber irgendwie, es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Ja, also ich habe ganz komische Gefühle dir gegenüber. Ich lehne so jemanden wie dich ab. Lehne ich total ab. Ich will mit sowas gar nichts zu tun haben. In meinem Leben ist alles sauber und da funktioniert alles und ich möchte dich so abschütteln wie so ein Wurm am liebsten. Wie so einen lästigen Wurm. Mhm. Ja, und die schaut mich mit so ganz großen Augen an. Kann auch also wieder gar nicht so genau erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es scheint eher eine Frau zu sein. Aber die sieht auch nicht besonders weiblich aus. Die ist auch sehr dünn. Du bist zwar eine Frau, aber du siehst unmöglich aus. Hässlich und ungepflegt bis zum Geht nicht mehr. Kann man nur so aussehen. Strähnige, lange Haare, abgemagert, ausgemergeltes Gesicht, diese üblen Klamotten und du stinkst. Mhm. Genau, dich mal. Ja, die stinkt, als hätte sie sich seit Jahren nicht mehr gewaschen. Oh, und ich merke, da kommt so richtig so. Also ich möchte dich am liebsten beschimpfen und so fertig machen. Du bist wirklich das Letzte vor dieser Tür, so hilflos und du hast, als hättest du nichts in deinem Leben auf die Reihe gekriegt. So, wie kann man überhaupt so werden wie du? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand was so Schlimmes erlebt, um so zu werden wie du. Du musst wirklich das Letzte sein, dass du da so endest und dich an dieser Tür da mit dieser Klinke da festklammerst. Wasch dich halt! Wasch dich! Zieh dir mal normale Klamotten an! Iss mal was, damit du was auf die Rippen kriegst! Schaust dir unmöglich aus, so wie du rumläufst! So wirst du nie eine Arbeit finden! Ein Mann schon gar nicht! Schaust unmöglich aus! Abgerissen und richtig verwahrlost! Du bist ein verwahrloster Mensch, bist du! Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so werden kann! Du musst dich ja nie um dich selbst gekümmert haben, nie! Die kommt auf mich zu, als wollte sie mich würgen. Du kommst jetzt auf mich zu. Geh weg, das ist eklig. Also irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich merke, du bist ja viel schwächer als ich. Du kannst mich gar nicht würgen, auch wenn du es willst. Du kannst mir nur Angst einjagen mit deinen riesengroßen Augen und deinem ausgemergelten Körper und deinem ausgemergelten Gesicht. Aber du bist ja viel zu schwach, um irgendjemanden zu würgen. Du kannst dich ja gegen niemanden wehren. Du kannst dich nur an diese Tür klammern, sonst kannst du gar nichts machen. Du kannst froh sein, wenn es nicht hier verreckst. Das ist das Allereinzigste. Also die sitzt jetzt so auf dem Boden. Ich habe die ja richtig so praktisch zu Boden geschleudert und schaut mich halt nur mit diesen ganz großen Augen an. Als wollte sie mir irgendwas sagen, aber sie sagt nichts. Warum schaust du mich eigentlich da mit diesen großen,
diesen riesengroßen Augen an. Wenn du mir was zu sagen hast, dann mach halt deinen Mund auf. Und dann sagt sie, ja, du willst es ja sowieso nicht hören, was ich zu sagen habe. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich will es irgendwie nicht hören, weil ich das Gefühl habe, es könnte was Unangenehmes sein. Naja, ich denke mir, auf der einen Seite will ich damit überhaupt nichts zu tun haben, aber auf der anderen Seite ist es ja wichtig, dass ich sie mal sprechen lasse. Aber sie ist sich auch nicht sicher, ob sie sprechen soll. Und jetzt nimmt sie ein Blatt Papier und sie malt. Sie fängt an, was zu malen. Also sie redet nicht, sondern sie fängt an, was zu malen. Also wollte sie mir was zeigen. Und ich kann nur sehen, sie malt da verschiedene Personen. Ich glaube, das ist ein Mann und eine Frau. So als wollte sie mir ihre Geschichte aufmalen, als wäre sie mal die Frau gewesen. Und die schaut ganz anders aus. Die Frau, die sie gemalt hat, die schaut gar nicht abgerissen aus. Die schaut hübsch und kraftvoll aus. Mhm. Und sie hält mir das Bild so hin. So als wollte sie mir sagen, schau, die bin ich gewesen und was mit mir passiert ist. Und dann frage ich sie, du, bist du das da auf dem Bild? Und dann nickt sie. Ja, und dann sage ich, ja, das verstehe ich nicht, was ist mit dir passiert? Was ist dazwischen gewesen, zwischen diesem Bild und dem, was jetzt ist? Und dann signalisiert sie mir irgendwie, dass das eigentlich zu schrecklich ist, um das zu sagen. Ja, das ist wieder so, einerseits möchte ich es wissen, auf der anderen Seite habe ich unheimliche Angst davor. Weißt du, ich merke so auf der einen Seite, ich würde das gerne wissen, die Geschichte, die sich dahinter dieser Verwandlung verbirgt, aber auf der anderen Seite will ich es eigentlich überhaupt nicht wissen, weil ich habe unheimliche Angst davor. Weiß gar nicht, was ich dann damit machen soll, wenn ich das weiß. Und dann sagt sie plötzlich, ja, das ist ihre eigene Schuld, dass sie so geworden ist. Also das finde ich jetzt noch schrecklicher, dass du mir das sagst, weil irgendwie habe ich so gehofft, dass es eine furchtbare Geschichte ist, aber wo du mir nur erzählst, was andere alles Schreckliches mit dir getan haben, aber dass du eigentlich damit nichts zu tun hast. Sowas hätte ich mir noch anhören können und dann hätte ich dich bemitleidet und hätte gesagt, ach, wie schrecklich und wie furchtbar, dass dir das alles passiert ist und was für schreckliche Menschen, mit denen du zusammen warst. Aber wenn sie sagt, dass sie selber schuld ist, dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn sie mir dann die Geschichte erzählt, kann ich sie ja noch nicht mal bemitleiden. Also es ist wieder so eine Mischung, so Abstoßung, Ekel. Ich fühle mich irgendwie abgestoßen von dir. Ich finde es eklig und wenn du mir noch erzählst, dass es deine Schuld ist, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Sie sagt irgendwas, dass sie nicht geliebt hat, dass sie keine Liebe in sich hatte und dass sie deshalb so geworden ist. Also das finde ich jetzt noch furchtbarer. Was hat die Liebe damit zu tun? Warum erzählst du mir so eine blöde Geschichte? Was hat Liebe damit zu tun? Das ist alles Quatsch, was du mir da einredest. Liebe hat damit gar nichts zu tun. Dir ist halt irgendwas Schreckliches passiert. Du delegierst irgendwelche wirren Sachen zusammen. Was erzählst du mir von Liebe? Liebe gibt's vielleicht gar nicht. Was ist Liebe überhaupt? Ein Geschmack. Sieh zu, dass du Klamotten anziehst, gesund wirst, kümmere dich um die alltäglichen Dinge des Lebens. Aber nicht um die Liebe. Liebe hat noch niemand überlebt. Niemand. Liebe ist ein Hirngespinst. Denken sich irgendwelche verrückten Schriftsteller aus, die Romane darüber schreiben oder Filme machen, aber es ist alles erlogen. Von vorne bis hinten erlogen, das gibt's nicht. Sie schaut mich nur an und sagt, doch. Ja, und irgendwie fängt sie dann wieder an zu malen. Und da auf dem Bild tauchen dann wieder auf sie und dieser Mann und ich glaube auch ein Baby. Und da wird mir ja schon ganz unheimlich, weil ich sofort merke, als sie das malt, dann merke ich sofort, dass da irgendwas mit diesem Kind passiert sein muss. Weil wenn das Kind nicht mehr bei ihr ist, dann ist ja wohl irgendwas passiert. Also, oh, das finde ich jetzt schrecklich, dass du dieses Bild da malst, wieder mit dem Mann und mit diesem Baby. Also da wird mir richtig unheimlich zumute. Das ist irgendwie gruselig, wenn ich dich jetzt so sehe, wie du ausschaust. Und dann muss ja irgendwas ganz Schreckliches mit diesem Baby da passiert sein. Da nickt sie. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sie will mir irgendwie sagen, dass sie dieses Baby umgebracht hat. Aber das will ich eigentlich überhaupt nicht hören. Also,
Hör auf, mir diese Scheiße zu erzählen. Ich will es nicht hören. Es interessiert mich nicht. Hirngespinste von dir. Wirre Geschichte. Hör bloß auf damit. Das hast du dir wahrscheinlich alles nur eingebildet. Mit deinem verrückten Hören. Alles ausgedacht. Überhaupt nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Ich will zurück in mein Leben. Wo alles stimmt, wo alles in Ordnung ist, wo alles geregelt ist. Es überhaupt keine düsteren Geschichten gibt. Da gibt es nur Helligkeit. Da gibt es Arbeit, da gibt es Ordnung. Sonst gar nicht. Ich habe das Gefühl, sie hält mir dieses tote Baby hin. Boah, es ist gruselig. Es ist gruselig. Warum hältst du mir dieses tote Baby hin? Es ist doch nicht mein Kind. Tu es weg, ich will es nicht sehen. Du bist ja verrückt. Du bist total verrückt. Alles ein Quatsch. Dreh mich um. Ich drehe den Rücken zu. Aber in dem Moment, wo ich ihr den Rücken zudrehe, wird es mir kalt im Rücken. Und irgendwie zieht es mich wieder dahin, mich doch umzudrehen. Und das Baby ist tot. Und sie will von mir, dass ich ihr helfe, das zu beerdigen. Ich habe damit nichts zu tun. Geh mein Kind. Kümmere dich doch selbst darum, Schlampe. Alte Schlampe. Kümmere dich um dein eigenes Kind. Das ist doch nicht meins. Sie hält mir das immer noch hin. Sag, bitte, schau doch hin. Aber hinschauen will ich eigentlich am allerwenigsten. Ich will überhaupt nicht hinschauen. Blöde Kuh. Das heißt hier hinschauen. Ich bin mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, als hier mich in diesen Gruselkabinen aufzuhalten. Ich mache wichtige Dinge, weißt du, aber nicht das hier. Mit sowas gebe ich mich überhaupt nicht ab. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das hat nichts mit mir zu tun. Nichts. Gar nichts. Sie bittet mich immer noch und hält mir das hin. Und sie sagt, bitte, hilf mir. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme dann nur wieder raus, wenn ich ihr helfe. Und wahrscheinlich, wenn ich das nicht tue, dann werde ich da ewig dran denken, dass ich ihr nicht geholfen habe. Also ich denke, ich fühle mich gezwungen, dir zu helfen, weil ich sehe, dass du hilflos bist und dass du selber gar nichts tun kannst. Und wenn ich dir nicht helfe, dann wird mich das immer verfolgen. Dann werde ich immer dran denken, dass ich dir nicht geholfen habe. Einerseits, andererseits. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite finde ich das alles so ekelhaft. Es stinkt da und ich fühle mich angewidert und angeekelt von ihr, von dieser abgerissenen Gestalt, toten Baby. Aber auf der anderen Seite tut es mir irgendwo auch leid. Es ist so eine Mischung. Also gut, ich helfe dir. Ich hole jetzt erstmal so ein paar saubere Laken und wickel das Baby in die Laken ein. Und das sind Laken, die so einen bestimmten Duft haben, damit man diesen Gestank nicht mehr riecht, weil das ja nicht zum Aushalten. Und dann tue ich das einwickeln. Und wenn ich das einwickele, da verändert die sich ein bisschen. Die wird ruhiger, etwas ruhiger. Ich glaube, du wirst jetzt ruhiger. Also ich merke, während ich das Baby da in die Laken einwickele, wirst du etwas ruhiger. Die entspannt sich. Du entspannst dich, das merke ich. Und du wirst etwas heller und etwas ruhiger. Wickele ich das Baby immer mehr ein und dann hole ich eine Kiste, also wie so ein Babysarg, und dann lege ich das Baby rein und sage zu ihr, sie soll sich von ihrem Kind verabschieden, ob sie dem Kind noch etwas sagen möchte, bevor sie sich verabschiedet. Ja, dann sagt sie, ich habe es nicht besser gewusst, bitte verzeih mir. Und dann mache ich den Deckel zu. Und dann gehen wir gemeinsam zu so einer Art, das ist wie so ein Kinderfriedhof. Es sind ganz viele kleine Gräber, als wären da nur Kinder oder Babys begraben. Alles Babys, denen sowas Ähnliches passiert ist. Und da begraben wir das Baby, das tun wir in die Erde rein. Das kleine Kistchen. Und dann tun wir Erde drauf. Ich nehme eine Schaufel und schütte Erde drauf. Und dann stehe ich mit ihr da auf dem Friedhof. Und sie ist mir jetzt unendlich dankbar. Und ich will sie aber eigentlich loswerden. Ja, ich merke, du bist mir jetzt unendlich dankbar, aber ich möchte dich eigentlich loswerden. Ich habe das Gefühl, du hängst dich jetzt an mich dran. Aber ich sehe, sie hat sich etwas verändert. Sie hat nicht mehr so abgerissene Klamotten an. So als wäre sie etwas gesünder geworden, dadurch, dass wir jetzt das Baby da eingewickelt haben und beerdigt haben. Und sie will mir jetzt immer noch unbedingt ihre Geschichte erzählen und was ihr passiert ist. Und ich bin halt immer noch hin und her gerissen und... Also jetzt hör mir mal zu, ich habe jetzt dir schon geholfen mit dem Baby, ich will das Baby begraben, was willst du jetzt immer noch von mir? Lass mich in Ruhe. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir deine ganze Lebensgeschichte anzuhören.
Aber sie sagt, es ist wichtig. Und ich soll sie anhören. Und dann setzen wir uns auf eine Bank, da auf diesem Friedhof. Und ich schaue so diese ganzen Kindersärge da, also Kindergräber an. Und ich merke, ich will da eigentlich nur weg. Also mir reicht es jetzt schon. Ja, also ich will hier weg. Was habe ich hier mit diesem ganzen Mist zu tun eigentlich? Ich will hier weg. Ich will wieder in meine Welt, wo alles geordnet ist und wo ich keine Angst zu haben brauche, wo ich alles kenne und wo ich die Dinge beherrsche, die ich tue. Und mich ja nicht so unsicher und irgendwie eng. Ich fühle mich unsicher, ich fühle mich angeekelt. Das gefällt mir ja alles nicht. Also sie sagt, das ist aber wichtig, dass ich hier zuhöre. Das ist wichtig auch für mich, damit mir sowas nicht passiert. Deshalb will sie mir das erzählen. Denke ich. Naja. Wieder irgend so eine alte Quatschtante. Ach, du bist wieder eine von diesen alten Quatschtanten, die einen voll labern will. Weißt du, davon hat es schon genug in meinem Leben gegeben. Was habe ich mir alles für Geschichten angehört? Von verrückten alten Tanten. Ich habe keine Lust mehr. Alle Omas, die haben mich voll gequatscht. Ohne Ende. Ich will eigentlich überhaupt nicht mehr zuhören. Ich möchte interessante Gespräche führen, anregende, geistreiche Gespräche. Wenn ich dieses Gelalle anhöre von verrückten alten Tanten. Ja, sie sagt, es ist kein Gelalle, was sie mir da zu erzählen hat. Und dann sage ich, naja gut, also dann erzähl, aber ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Also fass dich kurz, sieh zu, dass du mir in einer halben Stunde das Wesentliche erzählst und ergeh dich bitte nicht in die Details, weil die interessieren mich eh nicht. Fängt sie an zu erzählen. Also von diesem Mann, den sie da gemalt hat. Und das war wohl ihr Mann, hat sie gesagt. Und der hat sie wohl sehr geliebt. Und die waren verheiratet und haben dieses Kind bekommen. Und sie wollte das alles nicht. Und alle anderen Frauen haben sie beneidet, weil sie so einen guten Mann hatte und so ein süßes Baby. Und sie hat ihren Mann und das Baby gehasst. Und sie sagt, sie weiß nicht warum, aber es war so. Sie hat das Baby gehasst und sie hat den Mann gehasst. Und je unglücklicher ihr Mann wurde, desto mehr hat sie ihn gehasst. Und sie wurde immer mehr zur Furie und hat ihren Mann beschimpft. Und hat sie ihm gesagt, dass er an allem schuld ist. Er ist schuld, dass sie jetzt für ihr Leben lang festgebunden ist an dieses Baby und an ihn. Und dann gab es immer mehr Streit und der Mann war verzweifelt. Sie war es aber auch und sie hat gesagt, sie geht weg und lässt ihn und das Baby alleine. Und er hat sie angefleht, sie soll das nicht tun. Und dann war sie eines Tages so hasserfüllt und da hat sie irgendwas mit dem Baby gemacht, dass es nicht mehr lebt. Irgendwas, sie hat ihm Gift gegeben, glaube ich, irgendwas ins Essen getan, dass es stirbt. Mein Gott. Ich will das irgendwie gar nicht glauben, also sie erzählt mir das und ich denke mir, mein Gott, das hört sich an wie ein Film. Also was du mir da erzählst, das hört sich an wie so ein Gruselfilm, wie so ein Sensationsfilm irgendwie, also ich will dir das gar nicht glauben. Bist du dir sicher, dass das wirklich alles so passiert ist? Vielleicht hast du dir das ja nur eingebildet. Und sie sagt, nein, das hat sie sich nicht eingebildet. Und sie sagt, sie will nicht mehr leben und ihr Leben ist sinnlos geworden und es gibt niemals Vergebung für sie und für das, was sie getan hat. Sie sagt, sie hat zwei Menschen auf dem Gewissen und dafür gibt es nie mehr Vergebung. Und dafür wird sie jetzt immer in der Hölle schwuren müssen. Ja, und irgendwie verstehe ich immer noch nicht, was das alles mit mir zu tun hat. Ja, also deine Geschichte ist schrecklich, aber ich verstehe überhaupt nicht, was es mit mir zu tun hat. Ja, sie sagt sowas wie, ich bin du. Quatsch. Völliger Quatsch, das bildest du dir ein, das hättest du wohl gerne. Du willst irgendwie deine Sachen da loswerden, aber... Ja, du willst es auf mich abschieben, aber du hast mit mir gar nichts zu tun. Ich habe ein geordnetes Leben. Und ich habe noch niemals was Schlimmes getan. Und sowas schon gar nicht. Aber, naja, ich weiß nicht, irgendwie... Es berührt mich halt doch was an der Geschichte. Ich spüre mir, was dich berührt. Also, ich erinnere mich jetzt daran, dass ich Ähnliches erlebt habe, also auch als mein Sohn ganz klein war. Also da habe ich hatte halt so eine schwierige Beziehung und so gehasst. Und ich glaube teilweise den auch, weil er mich halt an diesen Mann gekettet hat.
Ich hatte beiden mal her. Jetzt kommen wir her. Und kommen auch mal her. Kommt so als 2-3-Jähriger aus der Zeit, also jünger als jetzt. Mein Gott. Ich nehme den auf den Arm. Und ich merke irgendwie ja. Also so habe ich ihn eigentlich behandelt. Ich habe ihn abgelehnt. Mein Gott, Kind, komm mal her. Es tut mir so leid. Ich weiß, ich habe dich so abgelehnt. Ich konnte nicht anders. Ich habe dich schlecht behandelt. Du wolltest immer zu mir kommen. Und ich habe dich abgeschüttelt. Ich weiß, schau, ich musste so hart arbeiten damals. Ich war noch so jung, ich war selber noch ein Kind. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und wenn ich nach Hause kam, du hast dich so gefreut und ich konnte deine Freude nicht ertragen. Ich konnte es nicht ertragen. Ich kam zur Tür rein, ich war müde. Ich wollte nur meine Ruhe haben. Mir hat alles, alle Knochen haben mir wehgetan. Ich hatte 12 Stunden gearbeitet und du hast dich so. Und ich wusste nicht, wo dein Vater war. Ich wusste nicht, ob der schon wieder irgendwo in der Kneipe ist und sich besäuft. Das Au-pair-Mädchen wollte weg. Die ist gleich zur Tür raus, als ich reinkam. Und du hast dich so riesig gefreut und hast dich sofort an mich gehangen. Das war für mich schrecklich. Ich konnte es nicht aushalten. Ich konnte deine Liebe nicht ertragen. Das ist furchtbar, dass es so war. Ich konnte deine Liebe nicht ertragen. Oh. Du hängst dein ganzes Kinderherz an mich und ich schieb dich immer wieder weg. Und ich weiß nicht warum. Und ich fühle mich furchtbar schuldig deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich bin eine Rabenmutter. Ganz schlimme, schlechte Rabenmutter. Ich bin ja noch schlimmer als meine Mutter, die mich geschlagen hat. Hol die auch mal mit dazu. Mutti, komm mal her. Naja, die will eigentlich gar nicht. Die kommt so widerwillig und tut so, als hätte sie auch mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich sag, okay, was soll das jetzt? Was willst du hier von mir? Ich hab zu tun. Ich bin mit deinem Bruder beschäftigt. Ich will von der ganzen Sache nichts wissen. Aber immerhin sitzt sie da am Tisch, zwar in der Abwehrhaltung, aber immerhin ist sie gekommen. Mein Gott, es ist... Und hol diese abgefrissene Frau auch noch mit dazu. Also die abgerissene Frau und meine Mutter und ich, der soll auch dabei sein. Ja, ich nehm den einfach, ich möchte ihn einfach nur im Arm halten. Also möchte ich einfach nur im Arm halten. Ich möchte, dass du spürst, wie leid mir das tut. Wie weh mir das selber, ich habe mir ja selber eigentlich am meisten damit wehgetan. Weil ich ja selber gar nicht wusste, warum das alles so war. Und ich will auch nicht deinen Vater schlecht machen, aber der hat mich kaputt gemacht, der Mann. Ich wusste nie, ob er nach Hause kommt, wann er nach Hause kommt, ob er betrunken ist oder nicht. Das hat mich fertig gemacht, dass das alles auf mir gelastet hat, die ganze Verantwortung. Den will ich gerne mal herholen. Du bist schuld. Du hast immer alles abgewälzt. Du hast dich jeden Abend volllaufen lassen. Und du tust so, als wärst du ein guter Vater. Du bist überhaupt kein guter Vater. Du bist ein Rabenvater. Du Säufer. Säufer. Du bist ein Säufer, bist du. Du hast dich jeden Abend volllaufen lassen, hast du dich. Ich wusste nie, ob du nach Hause kommst oder nicht. Du warst manchmal einfach verschwunden. Du bist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Und ich hab geweint. Dein Sohn hat mich gefragt, Mama, warum weinst du? Und zuerst habe ich nichts gesagt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich weine, weil ich nicht weiß, wo der Papa ist. Und weil ich nicht weiß, ob er nach Hause kommt. Du bist schuld. Du hast es alles kaputt gemacht. Ja. Du bist schuld. Du bist schuld, Mama. Ja. Du. Ja. Du hast es getan. Um und kippt noch ein. Komm her! Jetzt weg mit dem Alkohol! Jetzt weg mit der Flasche! Komm mit dir! Er geht weder nach vorne noch zurück, traut sich nicht mehr wegzugehen. Du traust dir jetzt nicht mehr wegzugehen, du traust dir auch nicht mehr die Flasche anzurühren. Aber in die Augen schauen kannst du mir auch nicht. Schau mir endlich in die Augen. Schau mir in die Augen. Schau mich an, schau mir in die Augen. Sagt er, das kann er nicht. Und akzeptierst du es? Nein, schau mich an. Schau mich an. Akzeptier es nicht mehr, dass du wegschaust. Macht das? Ja, aber... Also er schaut mich zwar an, aber so als schaut er durch mich hindurch.
Du versuchst schon wieder zu entwischen, wie du es immer gemacht hast. Jetzt schaust du mich zwar an, aber so, als wäre ich gar nicht da, so als würdest du durch mich hindurchschauen. Schau mich richtig an. Ja. Los, schau mich richtig an. Ja, also, sagt er, also, was ist? Was willst du mir sagen? Sag, schau dir an, was du getan hast. Schau dir an, wie du dein ganzes Leben lang nur weggelaufen bist. Du bist ja immer nur weggelaufen. Du hast alles im Alkohol ertränkt. Der Alkohol war deine Flucht. Schau dir endlich an, was du getan hast. Schau endlich hin. Schau, was du mit deinem Kind gemacht hast. Schau, was du mit mir gemacht hast. Schau, warum ich weggegangen bin. Warum ich weggehen musste. Um mein Leben zu retten und um das Leben von meinem Kind zu retten. Damit meinem Kind nichts passiert, so wie dem anderen Baby da. Von der abgerissenen Frau. Deshalb bin ich weggegangen. Ja. Deshalb, damit mein Kind überlebt. Damit es nicht stirbt. Das will er gar nicht hören, Tim. Du willst es gar nicht hören. Die Geschichte willst du nicht hören. Nein, du willst nur die verrückten, die komischen Storys von deinen alkoholisierten Freunden. Das ist das Einzige, was du da hören willst. Du willst mit der Realität gar nichts mehr zu tun haben. Aber du machst auch dein Leben damit kaputt. Das verstehe ich nicht, warum du überhaupt so bist. Du kannst meinetwegen wieder gehen. Ich wollte nur, dass du mir zuhörst. Mehr habe ich dir gar nicht zu sagen. Mach mit deinem Leben, was du willst. Du scheinst irgendwie ein bisschen nachdenklich geworden zu sein. Ja, er sitzt da so und ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen nachdenklicher geworden. Er sagt, ihm ist schon klar, dass er da vieles falsch gemacht hat, aber jetzt nutzt es ja eh alles nichts mehr. Und ich sag doch, es nutzt auch jetzt noch was, jetzt begreifst. Es nutzt immer noch was. Es ist nie zu spät, um die Dinge einzusehen und um die Verantwortung zu übernehmen für das, was man getan hat. Dafür ist es nie zu spät. Und dein Kind ist jetzt 13, es ist nicht zu spät. Immer noch was ändern. Holt ihn mal her. Als 13-Jährigen, als so wie er jetzt ist. Komm mal her. Ach, der setzt sich da her. Und sagt so, oh, was ist denn los hier? Was macht denn ihr hier schon wieder für ein Theater? Mein Gott, seid ihr nervig, sagt er. Ich sag, ja, das ist aber jetzt wichtig. Jetzt setz dich mal her und hör mal zu. Weil hier geht's um unsere Familie und es geht um deinen Vater und um mich und um dich. Und das ist wichtig für dich. Ja, das sagt er. Ich will davon nichts mehr wissen. Ich merke, der hat so richtig dicht gemacht innerlich. Ich merke, du hast so richtig dicht gemacht innerlich. Und ich kann es auch verstehen. Ich weiß, warum du dicht gemacht hast und es tut mir unendlich weh. Du hast dicht gemacht, weil du dich letztendlich von uns beiden verlassen gefühlt hast. Jeder hat dich auf seine Art und Weise verlassen und irgendwo warst du ja völlig auf dich gestellt. Und jetzt kommen wir plötzlich daher und überschütten dich mit unserer Reue und Liebe und damit kannst du jetzt gar nichts anfangen. Das kann ich schon verstehen, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir da gemeinsam hindurchgehen. Er sagt, wozu? Ihr interessiert mich nicht. Jetzt fühle ich mich hilflos. Hilflos und blockiert. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Wir sitzen da alle um diesen Tisch und jeder schaut in eine andere Richtung und es wird absolut geschwiegen. Niemand sagt ein Wort. Und er zieht jetzt seinen Gameboy raus, fängt an zu spielen. Dreht sich so mit dem Rücken zu uns, fängt an zu spielen und signalisiert, er ist in einer anderen Welt. Und die Familiengeschichte interessiert ihn nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hol mir diese abgerissene Frau vom Anfang mit dazu. Die hat dich auch zu dieser Geschichte geführt. Komm mal her. Ja, die kommt. Ich nehme sie so an der Hand und die setzt sich mit an den Tisch. Und sagt zu mir, siehst du, das habe ich gemeint. Aber die sagt auch nichts. Es ist völlig erstarrt, die ganze Situation. Ja. Bewegt sich absolut nichts. Ganz komisch fühlt sich das an. Also wie tot oder wie taub. Wie so ein Stummfilm. Also ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Und ich fühle mich auch innerlich wie taub. Ich würde am liebsten irgendwas machen, um das da zum Leben zu erwecken. Ja, irgendwie draufhauen oder schreien ja, oder mach's doch. Irgendwas, was das Ganze wieder zum Leben erweckt. Mach's. Mach diese erstarrte Situation mit raus und guck, ob's geht. Schütteln würde ich am liebsten. Ey, wacht auf! Lebendige Menschen, wacht auf! Wir sind keine Menschen!
Da fängt er an, mich zu schlagen. Der wird total aggressiv. Mama, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Mama! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Schlägt auf mich ein mit seinen Fäusten. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Du hast die Familie kaputt gemacht. Du bist gegangen. Satan, geht die Wahrheit! Satan, geht die Wahrheit! Du bist richtig Schwein! So abwiegeln, so, ja, wenn du unbedingt willst, wenn du unbedingt willst, so quasi, um seine Ruhe zu haben. Also er will wirklich reden, aber um seine Ruhe zu haben. Sag ich, fang mal an, mach den Mund auf, spuck's aus, red! Du stummer Fisch, red endlich! Na, jetzt gibt's so eine Spannung plötzlich. So, auch zwischen Vater und Sohn, also... Einerseits will er es wissen, andererseits nicht, weil er hat natürlich auch Angst, wenn er das erfährt, dass er irgendwas verändern muss, dass er seinen Vater nicht mehr so idealisieren kann, wie er das immer getan hat, und dass er mich nicht mehr so beschuldigen kann, wie er es immer getan hat. Ich sage, hör dir mal gut an, was dein Vater zu sagen hat. Hör mal zu, nimm mal die Stöpsel aus den Ohren raus, sperr mal die Ohren auf. Dann fängt an zu reden, allerdings so schnörkelig und so leise und so nuschelig, dass man kaum was verstehen kann. Red deutlich, wenn du schon mal den Mund aufmachst. Red deutlich mit deinem Kind. Streng dich wenigstens einmal in deinem Leben an, deutlich zu sein, nur einmal. Mein Gott, das würdest du ja wohl noch schaffen. Einmal nur. Er redet immer noch so komisch und er sagt, Papa, ich verstehe gar nichts. Wenn du so umständliches Zeug redest, dann verstehe ich gar nichts. Sind die nicht in der Märchenstunde? Komm endlich zum Punkt! Ja, ich habe das Gefühl, er redet ständig um den Brei rum. Es ist nicht zum Aushalten. Also los. Er fängt an. Ich merke, es kostet ihn unheimlich viel Überwindung zu reden. Und das sagt er auch. Er sagt, er hat noch nie geredet. Er sagt er seinem Sohn, er ist immer nur davon gerannt. Er hat sich immer nur geflüchtet und er weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Und dann fängt er irgendwie an zu weinen. Und da steht er jetzt auf und will weggehen und sagt, das hält er nicht aus. Damit will er nichts zu tun haben. Ich sage, du bleibst hier. Komm, setz dich her. Tu den Gameboy weg, setz dich her. Das hörst du dir jetzt an. Du hörst dir jetzt an, was dein Vater zu sagen hat. Setz dich hin. Bleib hier sitzen, hör zu. Du, ich merke, das ist furchtbar für dich, dass du deinen Vater weinen siehst. Das bist du nicht gewohnt. Du hast ihn ja immer nur betrunken gesehen, aber dass er weint, ist... Das kennst du nicht, aber vielleicht ist es gut, wenn du das mal aushältst und wenn du dir mal anhörst, was da wirklich dahinter steht. Vielleicht ist es wichtig, dass du mal verstehst, warum das alles so gekommen ist. Ja, und dann fängt er an auszupacken. Er erzählt von seiner ersten Frau und was er der alles angetan hat und wie oft er die betrogen hat. Oh, dann hält sich die Ohren zu. Hände weg von den Ohren. Hör zu. Hör hin. Auch wenn es schmerzlich ist, aber es ist die Wahrheit. Hör dir das an. Ich merke, du willst nicht. Du willst lieber weiter in deinen Illusionen leben. Das ist dir lieber, als die Wahrheit anzuhören. Hörst dir an. Hände weg von den Ohren. Und dann erzählt er von seiner eigenen Kindheit, von seinen Eltern, wie oft sein Vater seine Mutter betrogen hat. Was das für eine schreckliche Familie eigentlich war, aber dass niemand sich getraut hat. Dass niemand... was gesagt hat. Und alle waren stolz drauf. Das Wichtigste war, nichts zu sagen, sagt er. Das Wichtigste war, so zu tun, als ob. Obwohl die Mutter nur geweint hat und die Kinder haben gesehen, wie der Vater mit dem Dienstmädchen rumgemacht hat. Die Mutter war stolz darauf, alles zu verleugnen. Ja. So was Verrücktes. Mhm. Hör mal zu, wie verrückt. Hör dir das mal alles an. Dann kannst du verstehen, was da alles passiert ist in der Familie. Warum die eine Schwester Alkoholikerin wurde, die andere schizophren, die dritte sich umbringen wollte. Hör dir das mal gut an, Jens, das ist wichtig. Immer wurde die Wahrheit verleugnet, immer. Das ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, immer nur zu lügen. Er sagt, das Lügen ist ihm zur zweiten Natur geworden. Er kann gar nicht mehr anders als lügen. Mein Gott, und als ich das so alles höre, also tut er mir plötzlich wahnsinnig leid. Ich verstehe ja selber plötzlich, warum... Also, in dem Licht habe ich dich noch nie gesehen. Und wenn du das alles so sagst, dann merke ich auch. Also, ich
würde dir auch gerne verzeihen, weil, mein Gott, ich sehe jetzt, dass du ja selber irgendwo auch Opfer gewesen bist von diesen ganzen Umständen. Und wobei ich trotzdem denke, du hättest dich halt auch daraus befreien können. Aber ich verstehe halt auch, dass du von deiner Mutter so abhängig warst, dass du um jeden Preis das von der Mutter halt, was die da vorgegeben hat, dass du das eben erfüllen wolltest und musstest. Aber es ist ja schrecklich, was da bei euch passiert ist. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man noch stolz drauf sein kann, zu lügen. Und dass die ganzen Kinder zugrunde gerichtet werden, nur um diese Lüge da, um diese beschissene Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist ja verbrecherisch. Also ich hole jetzt mal alle mit dazu, die ganze Familie. Genau. Also das ist die Großmutter, ihr Mann, 4 Schwestern. Ja. Und die Kinder von denen auch noch mit dazu. Und ich rede jetzt mit der Oma, mit der Mutter von dieser. Du hast dich zwar immer dargestellt als die Heilige, aber ich muss dir ehrlich sagen, du bist es für mich überhaupt nicht. Du bist für mich eigentlich eine Verbrecherin. Du hast deine Kinder zugrunde gerichtet, weil du einfach eine Fassade aufrechterhalten wolltest. Warum eigentlich? Warum hast du niemals die Wahrheit gesagt? Warum hast du deine Kinder in Alkohol, Selbstmord, Schizophrenie getrieben? Und spielst dich doch noch auf, als wärst du die Lebensretterin deiner Kinder. Es stimmt nicht, du bist ein Scheißheim. Ich finde das scheiße. Aber tu nicht so, als wäre alles in Ordnung. Und über die ganzen Jahre über gemacht nichts, nichts. Klar ist es schrecklich, was da passiert ist. Aber die Kinder haben es ja sowieso alle gemerkt. Fängt an, wieder verdrehte Sachen zu erzählen. Sie fängt an, sich gegen mich zu wenden und mir zu erzählen. Also, na, so nach dem Motto, leg dich nicht auf, ich weiß, dass du Schlimmes erlebt hast und ich weiß, dass du viel erlebt hast und du bist jetzt aufgeregt und du weißt nicht, was du sagst in deiner Augen. Doch! Und dann sagt sie, ja, wie ich ihr das antun kann. Also, so nach dem Motto, will sie mir Schuldgefühle machen. Sie setzt sich hin und sagt, ach, ihr tut alles weh und wie ich es wagen kann, einer alten und kranken Frau, die sich für ihre Kinder aufgeopfert hat, solche Vorwürfe zu machen. Oh, ich könnte sie am liebsten. Kommt mal alle her, stellt euch mal alle her, schau dir mal deine Kinder an. Schau dir mal an, wie die ausschauen, schau dir mal an, wie krank die sind. Siehst du nicht, was die für ein schreckliches Leben gehabt hat? Schau dir deinen Sohn an, was der für ein Leben gehabt hat, nur um deine Lüge aufrechtzuerhalten. Schau dir deine Jüngste an, die schizophren geworden ist von den ganzen Lügen. Sie bricht zusammen und dann kriege ich natürlich gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Und habe das Gefühl, ich bin schuld, dass sie zusammenbricht. Ich sehr damit konfrontiert habe. Hol die Frau noch mit dazu, die dich zu all dem geführt hat, von ganz am Anfang. Die abgerissene Frau. Ja. Komm mal her, komm mal mit dazu. Ja, die sagt, es ist wichtig, dass das endlich mal geklärt wird. Und die sagt, du brauchst keine Schuldgefühle zu haben, nur weil du die Wahrheit sagst. Ja, aber weißt du, ich bin ja selber schon irgendwo mit diesem Lügensystem. Ich habe das ja selber mitgespielt und ich habe ja selber gespürt, dass da liegt sowas drüber. Wenn man die Wahrheit sagt, wird man bestraft. Und ich habe Angst, bestraft zu werden. Ich habe das Gefühl, also da war immer unausgesprochen, lüg mit. Genau. Wenn du die Wahrheit sagst, wirst du bestraft. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also was soll ich da machen? Und sie sagt, gib das zurück. Gib das zurück an denjenigen, der dir das übergestülpt hat. Und dann nimm das zurück. Nimm da deine Dogmen und deine komischen Geschichten, nimm das zurück, die ganzen Verdrehungen. Ich habe damit nichts zu tun. Und wenn ich die Wahrheit sehe, dann sage ich sie, ob dir das passt oder nicht. Und niemand bestraft mich dafür. Niemand. Das sind leere Drohungen, denen du alle in Schach halten willst. Hände weg! Ja, dann sagt sie, sie will mit mir nichts mehr zu tun haben. Sage ich, genau, ich mit dir auch nicht. Gut, dass du mit mir nichts mehr zu tun haben willst. Sie geht weg. Der schaut völlig entgeistert. Völlig entgeistert. Also man merkt richtig in dessen Kopf. Ich schau dich an, mein Gott. Armer Junge, ich sehe in deinem Kopf, da geht's ja nur ab. Da geht's ja nur rund, rauf und runter. Jetzt bist du vollends verwirrt. Jetzt wird es wahrscheinlich erstmal wieder einen Schluck brauchen, aber hier gibt's keinen Alkohol. Gott sei Dank. Ja, er wird wütend. Er fängt an, da kommt irgendwie Lebendigkeit in ihn. Er schlägt so mit der Faust auf den Tisch. Sagt, stimmt das denn alles wirklich? Ich sag ja, natürlich stimmt das. Wirklich alles stimmt, dann können wir ja wirklich ausrasten, sage ich ja. Wer hat sie verboten? Seine Mutter. Wer wohl nochmal? So geht's nicht. So, komm mal her. Fängt an, mit dem Stock auf den Tisch anzuschlagen. Schreien und dann geht's ganz schnell. Sie sagt, damit will sie nichts zu tun haben. Ist es für sie okay? In dem Moment, ja, das ist nicht ihrs. Gefühle sind nicht ihrs. Die hat sie vor langer Zeit mal abgelegt. Er schlägt da auf den Tisch ein. Und dann sieht es auch. Und sagt, mein Gott, Papa,
Gesicht schaut mich an und sagt, was ist mit dem Papa plötzlich los? Sag, ja schau, was in dem Mann drin steckt. Der ist völlig keine Rolle in ihm. Das hat er seinen Vater noch nie gesehen. Der ist auch wütend auf sich selbst. Ich merke, du bist wütend auf dich selbst, dass du das alles mitgespielt hast. Ja, sagt er, aber er hat nicht gewusst, wie er da aussteigen soll. Er ist unheimlich wütend auf sich selbst. Und die Schwestern, die sitzen da und heulen. Die Älteste insbesondere, die eben weint. Bild des Jammers. Die sagen, die Wahrheit ist mal der erste Schritt, auch wenn es erstmal dann noch schlimmer wird, aber es ist trotzdem besser, wenn das alles rauskommt. Jetzt kommt er plötzlich zu mir und drückt sich so an mich. Ich nehme ihn so in den Arm. Und du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin doch bei dir, es passiert ja nichts. Schau dir das trotzdem an und. Und jetzt hat sie da auch wieder hingesetzt und heult und heult und heult. Ich bin froh, dass endlich mal heulst. Du konntest nie weinen. Nicht eine Träne kam aus deinen Augen. Es war ja ganz schlimm mit dir. Gott sei Dank kommt es endlich mal raus, mein Gott. Schon lange festgesteckt. Aber die Traurigkeit ist vielleicht mal der erste Schritt zur Heilung. Du mal spürst, wie wahnsinnig traurig das ist, was da passiert ist. Ja, jetzt kommt die plötzlich wieder und fängt an, sich zu rechtfertigen und sagt, sie hat es doch nur gut gemeint. Sie wollte ihre Kinder und ihre Familie beschützen. Sie versteht überhaupt nicht, was wir ihr jetzt alle vorwerfen. Dann lassen wir die Frau von am Anfang mit ihr sprechen. Die sagt, siehst du denn nicht, was du deinen Kindern dadurch angetan hast, dadurch, dass du gelogen hast die ganze Zeit? Ja, und die sagt, ja, aber das ist alles schon viel früher passiert, bevor sie überhaupt geheiratet hat. Da hat sie schon ihre Gefühle abgelegt. Ist sie denn bereit, ihr Herz wieder zu öffnen? Nee, sie sagt, das hängt mit ihrem Vater zusammen, der sich umgebracht hat. Und da hat sich ihr Herz für immer verschlossen. Ja, der kommt an und zeigt den Strick, wo er sich aufgehängt hat. Mein Gott. Und er ist froh, dass er jetzt kommen durfte, weil er sagt, da gibt es auch noch was Ungesagtes zwischen ihm und seiner Tochter. Das sagt, ja, das wurde ja auch verleugnet. Also die haben alle so getan, als wäre er eines natürlichen Todes gestorben. Aber in Wirklichkeit hat er sich umgebracht. Aber das hat niemand sagen wollen, weil dann hätte er nicht normal begraben werden können. Also er sagt, er hat sich aus dem Grund umgebracht, weil seine Ehe und seine Familie eine Lüge waren, weil er die Lüge nicht mehr länger aushalten konnte. Das zieht sich also total durch, immer diese Lüge. Deshalb hat er sich umgebracht. Ja, und als die das hört, ist sie völlig fassungslos. Da merkt man so richtig das Gefühl in ihrem Kopf, da bricht alles, was sie sich zurecht gezimmert hatte, bricht alles in einem Moment zusammen. Sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie glauben soll. Das ist wie so ein Kartenhaus, was plötzlich in einer Sekunde alles zusammenbricht. Sie sagt, warum hat mir das niemand gesagt? Warum hat mir das niemand gesagt? Also, sie ist genauso belogen worden, wie sie dann später ihre Kinder belogen hat. Eine Kette. Mein Gott, furchtbar. Da kommt ein ganz so ein großer, strahlender Engel. Der kommt da rein, schaut mich freundlich an und sagt, ich soll mein Kind nehmen und gehen, und er kümmert sich schon um diese Menschen.